Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe ja vor ein paar Wochen den ersten Teil von Eierproduktion mit alten Hühnerrassen veröffentlicht. Und bei dem Video hattet ihr sehr viele Fragen und darum habe ich mir gedacht, heute beantworte ich einfach mal die fünf wichtigsten eurer Fragen zu dem Projekt ganz direkt. Und ganz oft wurde zum Beispiel gefragt, warum wir uns genau für die drei Rassen Amrocks, Exchequer, Leghorn und Marans entschieden haben und ob auch andere Rassen geplant sind oder andere Rassen für sowas geeignet sind. Und dazu ja, klar, also das kann man auch mit anderen Hühnerrassen machen, die entsprechend gut legen. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel als vierte Rasse auch noch das Altsteirer Huhn mit in das Projekt auf, was jetzt mal das erste Jahr anbelangt. Und die Altsteirer, die schlüpfen auch schon am Wochenende, sind gemeinsam mit weiteren Exchequer-Leghorn im dritten Brutdurchgang für dieses Jahr. Langfristig ist es natürlich auch möglich, dass wir dann mit anderen Rassen noch den Versuch wagen. Zum Beispiel, wenn sich jetzt eine bestimmte Rasse auf Dauer nicht so bewährt, kann ja sein. Als Beispiel, die Amrocks sind sehr groß, vielleicht fressen die einfach auf Dauer zu viel, wenn man viele davon hat. Die Exchequer sind jetzt zum Beispiel sehr lebhaft, vielleicht bringen die einfach zu viel Unruhe in die Gruppe. Also da gibt es noch viele Rassen, die da interessant wären, zum Beispiel diverse Farbschläge der Italiener oder auch die Castillaner, die Minorca sind sehr gut legende Rassen, deutsche Sperber und weil ich gerade die Clara auf dem Arm habe. Also die liebe Clara ist ja jetzt im fünften Jahr. Ihr kennt sie ja schon aus meinem vorhergehenden Hühnergarten. Die war bei jedem Umzug mit dabei. Und die liebe Clara legt immer noch so schöne große Eier und jeden Tag jetzt wieder im Frühling. Natürlich würde sie jetzt als fünfjährige Henne aus dem Wirtschaftsprojekt dann doch langsam ausscheiden. Aber gerade so in den ersten zwei, drei Jahren wären jetzt zum Beispiel auch Sandschakgräher eine durchaus wirtschaftliche Rasse. Und dann kennt ihr ja bereits das Rasseporträt zu den New Hampshires. Die New Hampshires sind die direkten Rassevorfahren der braunen Legehybriden und legen dementsprechend natürlich auch gut, ebenso wie die Rhode Island Reds. Also Rassen gäbe es da wirklich noch viele. Ja, dann eine weitere häufige Frage, da das Video heißt Eierproduktion mit alten Hühnerrassen oder Eierproduktion mit alten Wirtschaftsrassen. Ja, wie ist denn das Ganze jetzt eigentlich wirtschaftlich überhaupt möglich? Also viele haben ihre Bedenken geäußert, dass man damit eben keine Gewinne erwirtschaften kann mit dieser Philosophie. Und dazu möchte ich euch gleich sagen, also diese Bedenken haben wir natürlich selber auch. Also meine Eltern und ich, wir sind ja jetzt auch erfahren in der Landwirtschaft und wir wissen, dass es oft sehr knapp sich ausgeht, dass man damit ein Überleben hat und dass es natürlich auch diese Chance gibt, dass man hier halt einfach zu viel Aufwand hatte und am Ende dann nicht wirklich Gewinn überbleibt. Aber ich sag mal so, man muss es halt trotzdem einfach mal probieren, muss mal einen Anfang machen und einfach mal versuchen, die Tiere gut zu halten und dann wird man sehen, ob das Ganze klappt. Wie ihr sehen könnt, der Hof ist in schöner Lage, es ist hier Platz rundum und es gibt sicher auch Möglichkeiten, das Projekt dann nachträglich noch wirtschaftlicher zu machen. Zum Beispiel kann man einen Teil des Futters vielleicht selber anbauen. Es ist ja jetzt gerade so, ihr wisst ja, was in den Medien oder auf der Welt gerade los ist in Europa. Die Getreidepreise werden teurer, es wird in Zukunft generell auch das einfache Ei im Supermarkt teurer werden, aber auch das Huhn beim Hybridhändler wird teurer, weil einfach durch die Getreidepreise und die Weltwirtschaft Hühner und Eier und Hühnerprodukte einfach teurer werden. Das heißt, ja, vielleicht haben wir mal einen Getreideacker hier. Wir bauen ja generell schon Grünfutter für die Hühner hier selber an. Zum Beispiel hat meine Mutter immer für den Winter einen Acker mit Grünkohl. Aber gerade bei den Hochleistungshühnern wie bei den Hybriden ist es so, die kann man teilweise gar nicht zu altbacken oder zu alternativ füttern, weil es einfach Hochleistungsorganismen sind. Die brauchen eine intensive Fütterung aus dem Sack, damit die überhaupt ihren Stoffwechsel ausreichend versorgen können. Und das ist ja jetzt bei den alten Rassen auch wieder einfacher, gerade so Altsteirer, Exchequer, Marans. Die kann man auch alternativ mit Grünfutter ein bisschen füttern, kann selber was anbauen und beim Tier funktioniert dann trotzdem der Stoffwechsel noch halbwegs, weil es ja kein absoluter Hochleistungsstoffwechsel ist. Ja, da habe ich jetzt ein Amrock-Küken aus der ersten Brut auf dem Arm. Die sind ja jetzt 6 Wochen alt und schon voll befiedert. Das ist ein wirklich schönes Junghuhn. Es macht auch echt Freude, die Tiere so beim Aufwachsen selber schon auf dem Hof zu haben. Und ja, es fragen auch einige, ob mir jetzt immer nur Bruteier von anderen Züchtern ausbrüten, wenn wir neue Hühner brauchen oder ob wir auch selber auf dem Hof züchten möchten. Und das ist eine gute Frage und langfristig wollen wir dann eben auch
selber bestimmte Rassen züchten, damit wirklich der Kreislauf dann geschlossen ist. Also nicht nur das Küken schon auf dem Hof ausgebrütet wurde und geschlüpft ist, sondern sogar eben auch das Brutei schon von den Tieren auf dem Hof stammt. Dazu ist es jetzt aber einfach mal wichtig, Erfahrungen mit den Rassen zu sammeln. Darum kann es halt sein, dass es mit der Zucht erst in 1-2 Jahren losgeht. Meine Eltern müssen ja auch schauen, welche Rassen ihnen gefallen. Mein Vater ist momentan zum Beispiel total von den Amrocks begeistert. Ursprünglich waren aber die Marans wegen der Eierschalenfarbe sehr begehrt. Und ich persönlich bin halt wieder ein Riesenfan von den Exchequer Leghorn. Ein großer Vorteil davon, dass der Aufzuchtstall sehr großzügig bemessen wurde, ist der, dass man in diesem Stall dann, wenn Bruteier gesammelt werden sollen, auch vorab den Zuchtstamm separiert unterbringen kann. Also ein Hahn mit ausgewählten Hennen wird hier dann eine Zeit lang zum Sammeln von Bruteiern gehalten. Und danach wird gebrütet. Eine ganz häufige Frage war auch, was passiert denn eigentlich mit den alten Hühnern? Und damit war sowohl gemeint, was wir jetzt mit den alten braunen Legehybriden machen, die ja noch auf dem Hof sind, und was wir mit den Rassehühnern machen, wenn die dann eben auch ja dann im dritten Jahr doch ziemlich mit der Legeleistung nachlassen und dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen quasi auf dem Hof nicht mehr länger bleiben können. Also es ist so, bei den braunen Legehybriden habe ich einfach mal versucht, gute Lebensplätze für die zu finden und das klappte überraschend gut. Also ich würde euch da gerne auch mal mitnehmen in einer Folge, wo ihr sehen könnt, wie ich solche Hennen eben in Hobbyhaltungen, in kleine Gartenhaltungen vermittel, wo sie ihren Ruhestand kriegen. Und ich meine, das weiß man ja auch von Vereinen wie Rettet das Huhn oder Rettet dein Huhn, dass eben solche Legehennen sich durchaus vermitteln lassen. Allerdings halt nicht immer alle, was die große Stückzahl in den größeren Hühnerhaltungen anbelangt. Und bei den alten Rassen, da ist es dann ja sowieso gar kein Problem, wenn man da dann einfach im dritten Jahr sagt, ja, jetzt legen sie wieder nicht mehr, jetzt haben sie schon ihre zweite, dritte Legeperiode und legen einfach nicht mehr genug, dass das wirtschaftlich noch vertretbar wäre, sie weiter zu behalten. Die kann man dann ja auch super noch weiter vermitteln an Hobbyhalter. Es ist ja so, gerade die alten Rassen legen auch im dritten, vierten, fünften Lebensjahr noch Eier, manche sogar im sechsten, halt nicht mehr eben so viele, dass es wirtschaftlich ist, aber immer noch genug, dass ein Hobbyhalter eine Freude damit hat. Und das heißt, ich werde mich dann einfach rechtzeitig darum kümmern, dass ich Leute finde, die die alten Amrocks, die alten Marans, die alten Exchequer Leghorn dann adoptieren. Und es ist echt so, also man erzählt das dann so rum und es gibt dann gleich Leute, die sagen, ja, melde dich dann bei mir, ich wollte schon immer einen Amrock holen und ich freue mich total, wenn du mir dann da ein paar bringst. Und ja, also einfach mit vermitteln, das geht. Also bei der Betriebsgröße geht's. Wenn das jetzt tausende Tiere wären, aber dann hätten wir ja wieder keine alten Rassen, da wird's dann eben schon schwieriger. Ja, eine Frage ist jetzt nicht direkt immer als Frage gestellt worden, sondern teilweise auch als Kommentar oder Meinung. Es haben auch viele geschrieben, dass es ein Vorzeigeprojekt wäre und es schön wäre, wenn jetzt alle auf alte Rassen umstellen, beziehungsweise eben die Frage, wäre das nicht toll, wenn generell wieder alte Rassen statt Hybriden gehalten werden würden. Also dazu muss ich sagen, jein. Bitte jetzt das nicht falsch verstehen, aber mein Anliegen ist jetzt nicht, dass jetzt generell keine Hybridhühner mehr gehalten werden und statt Hybriden alte Rassen. Ganz im Gegenteil, also für mich wäre das eher sogar ein Horrorszenario, wenn jetzt alte gefährdete Rassen wie rebhuhnhalsige Italiener, Exchequer, Sulmdaler, Altsteirer, wenn die da zu Tausenden in der Massentierhaltung eingepfercht werden würden. Also ganz klar, die Hybriden sind ja auch für die Massentierhaltung gezüchtet, natürlich leiden die darunter, aber das sind einfach die Hühner, die diese Bedingungen in dieser Haltung noch am ehesten wegstecken. Für die alten Rassen wäre es ja ganz schlimm, wenn die Tierzahlen schon mal über 100 Stück gehen, weil die einfach andere Charaktereigenschaften haben. Die neigen dann auch eher zu Stressreaktionen wie Federbicken und die eignen sich einfach für die globale Durchschnittshühnerhaltung überhaupt nicht. So kleine Betriebe wie wir hier, die einfach so ein paar mehr Hühner haben, als es der Eigenbedarf jetzt erfordern würde, wo man auch noch ein bisschen was verkaufen kann, eben die kleinstrukturierte Landwirtschaft, an die wendet sich mein Anliegen und mein Projekt. Ich will einfach, dass es zusätzlich zur Massentierhaltung eben auch noch die traditionelle Hühnerhaltung gibt, wo eben mit alten Rassen gearbeitet wird und wo die Hühner eben auch wirklich huhngerecht gehalten werden.
Wenn wir jetzt die Hybriden wegkriegen wollen, dann wäre dafür jetzt natürlich der richtige Schritt nicht, die Hybriden durch alte Rassen zu ersetzen, sondern einfach die Massentierhaltung sein zu lassen. Dazu muss man aber auch wissen, es leben auf der Welt um ein Vielfaches mehr Hühner als Menschen. Wir haben wirklich zig Milliarden Hühner auf der Welt, weil die Menschheit einfach so viel Hühnerfleisch und Eier konsumiert. Und wenn diese Hühner jetzt alle in Kleingruppen auf so schönen grünen Wiesen gehalten werden würden, dann wäre die ganze Welt nur noch ein riesiges Mosaik aus Hühnerausläufen. Es gäbe keinen tropischen Regenwald mehr, keine Natur mehr, keine Savanne, aber wir hätten halt dann Milliarden Hühner in hohngerechter Freilandhaltung. Das heißt, von der Massentierhaltung kommen wir leider nur weg, wenn wir generell weniger Eier, und zwar sehr viel weniger Eier und sehr viel weniger Fleisch konsumieren.